Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, wir spielen heute was. Genau, da, so heißt die Folge. Ja, ihr kennt ja meine Kategorie Browser Games und Müll Games. Und was macht man, wenn man kein Internet gerade hat? Dann spielt man nämlich kein Browser Game, sondern ein kein Internet Game. Und ihr denkt euch, wo ist jetzt das Game dahinter? Kein Internet, Ja, Chrome hat nämlich das Feature, dass man diesen kleinen Dino, wenn man jetzt einmal Leertaste drückt, spielen kann. Und da kommen Hindernisse. Und das spielen wir heute. Krass, oder? Man kann das auch mit den Pfeiltasten nach oben drücken. Oder nach unten. Und natürlich, wenn man kurz springt, dann springt der kurz. Wobei. Nee, macht, glaube ich, gar keinen Unterschied. Okay, macht doch einen Unterschied. Das Geile ist, das kann man einfach normal spielen. 100 Mal, wenn man will. Ich geb's zu, ich habe mein LAN-Kabel dafür jetzt rausgezogen. Nein, weil eben habe ich wirklich YouTube, nicht YouTube, das Internet Chrome geöffnet. Und dann war da dieser Dino, kein Internet. Dachte ich mir, dann mache ich eine Folge daraus. Ist auch so ein kleiner Lifehack für die Leute, die es nicht wissen. Und man sieht, das Spiel hat irgendwie 2 FPS gefühlt und dadurch ist es sehr schwierig eigentlich. Aber ist egal. Es macht Fun. Und dann dachte ich mir halt, kann man mal ein Video drüber machen. Leider ging das aus, als ich YouTube, als ich Chrome neu geladen habe, war das Spiel weg. Aber dann habe ich das LAN-Kabel rausgezogen und jetzt wird's Nacht. Oh Gott. Oh fuck, es war knapp. Oh Gott, jetzt kann man noch schlechter gucken. Oh, es ist wieder Tag. Gott, ist das schnell. Aber Nacht finde ich echt extrem. Müsste sich die Augen erstmal umstellen und dann. Und ihr könnt ja mal euren Rekord reinschreiben, wenn ihr es mal spielt. Ich finde das mega cool, dieses kleine Gimmick von Google. Natürlich ist es kein hochkomplexes Spiel, aber egal. Macht Fun. Boah, kurz Augen erholen. Uiuiui, ist das schnell. Ich probiere das jetzt mal mit meiner gelben Gaming-Brille, die ich hier noch habe. Ohne Sehstärke, aber immerhin Gaming-Brille. Oh, jetzt war ein kleiner Fleck, aber ich hoffe, das stört mich noch nicht so. Geht eigentlich. Okay, probieren wir es mal mit der Kontrastbrille. Es sollte vielleicht etwas besser funktionieren. Also, unser Rekord 1287. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich denke, das ist eher nicht so gut. Aber egal. So. Then let's try again. Ist ja. Mega, oh lol, ist das komisch, wenn das so langsam ist. Ja, dieses Bebing ist ziemlich laut, ich weiß. Aber das ist schon okay, oder? Ah, es sollte sogar gehen von der Lautstärke. Ich bin ja irre, ne? Ich nehme immer noch mit 60 FPS auf. Ist ganz wichtig, dass man das mit 60 FPS aufnimmt. Aber im Grunde genommen macht das ja keinen Unterschied, mit was man das aufnimmt. Lieber zu weit als zu nah springen. Ich merke jetzt keinen sonderlichen Unterschied bei der Brille, außer dass das Bild halt gelb ist und es sieht aus wie in der Wüste. Aber so. Es bleibt halt so verpixelt. Okay, hier ist das schon angenehmer, die gelbe Brille, muss ich sagen. Oh, fuck! Oh, da war ich zu früh. Okay. Game over. Ich muss sagen, schon angenehmer mit der Brille. So, alle guten Dinge sind drei, ne? Ist wahrscheinlich schon die vierte Runde, aber alle guten Dinge sind alle. Ich kann sprechen. Ich das noch ein Stück größer machen? So ist eigentlich noch besser, ne? Weiß ich nicht. Ist vielleicht angenehmer für die Leute, die auf dem Handy gucken.
Mal sehen, ob das für mich auch angenehmer ist. Oh Gott, das kommt mir schwerer vor. Wenn mein Bildschirm so riesig ist, oh, das ist schwer. Wenn ich es kleiner mache, sollte es ja leichter sein, weil ich ja mehr im Augen, in den Augenwinkeln so sehe. Jetzt seht ihr zwar nicht viel, ich weiß, aber ich will mal rein theoretisch testen, ob das so gemütlicher ist. Das Video ist sehr basic. Aber es beinhaltet quasi ein Lifehack und für die Leute, die es nicht wissen oder die gerade kein Internet haben und irgendwas mit dem Internet machen sollen, die können einfach mal eine Runde spielen, so aus Spaß. Also in der Schule, wenn wir kein Internet haben, ist das natürlich perfekt. Dann spielen wir natürlich immer dieses Spiel. Ach, das hält an. Lol, das war ja abgefuckt. Rentner-Dino. Ich krabbel über den Boden. Okay. Meine Damen und Herren, das soll es dann für diese Folge, nennen wir es mal, gewesen sein. Das ist so ein kleines Spaßvideo. Ich hoffe, es hat euch doch irgendwie gefallen und unterhalten können. Naja. Ist besser als nichts, ne? Also ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.